Als Malte Scherber am frühen Morgen eindeutige Geräusche aus dem Schlafzimmer seiner Mutter hört, dreht sich ihm der Magen um. Der 16-Jährige hasst nämlich den neuen Mann an ihrer Seite. Boah, wie eklig diese Drecksau. Kurz nach dem Tod ihres Mannes ist Mutter Monika mit Gerd Roste zusammengekommen. Was soll das? Warum hängst du hier ab? Mama, weißt du, meine schwarze Jeans ist? Die wollen's mir doch waschen. Du trickst doch nicht mehr ganz richtig. Ja, jetzt reicht's. Hey, Freundchen, jetzt pass bloß auf und seh zu, dass du Land gewinnst. Sonst kannst du was erleben. Beruhig dich, Gerd. Das gibt's doch gar nicht. Mama, ich brauch die Hose aber. Du schwimmst doch vollkommen, oder? Warum musst du dich ständig mit Gerd anlegen? Lass uns einfach bitte Frühstück machen. Sonst zeigt er noch total aus. Ja, soll er doch machen. Deshalb kriege ich ihm noch lange in den Arsch, so wie du. Mach ich doch gar nicht. Ich will nur keinen Stress. Du merkst einfach gar nicht, was das für ein Arsch ist, oder? Wir müssen ihn loswerden, und zwar so schnell wie möglich. Mann, das war doch jetzt wieder volle Absicht von deinem Sohn. Er weiß doch ganz genau, was wir hier gerade machen. Ach komm, jetzt lass dir doch nicht die Stimmung so verderben, hm? Wir haben doch Besseres zu tun. Naja, du hast ja recht. Ich stehe nicht auf sowas. Hey Schatz, stell dich doch nicht so an. Das war doch nur Spaß. Ich stehe doch selber nicht da drauf. Entschuldige bitte. Liebling, komm. Im Gegensatz zu ihrem Bruder Malte ist Nadine Scherber um gute Stimmung bemüht. Ach Nadine, so fängt dein Tag ja richtig gut an. Danke, dass du dich lieb einlegst. Das Frühstück sieht wirklich toll aus. Mach ich doch gerne. Ja. Malte, muss das sein? Malte, lass das mal bitte. Ich hätte eine Bitte, Malte. Kannst du heute Nachmittag den Rasen mähen? Nee, sicher nicht. Da treffe ich mich mit meinen Freunden. Na hör mal, Kumpel, wir sind doch jetzt hier eine richtige Familie. Da trägt jeder zur Gemeinschaft bei. Deswegen würde ich es gut finden, wenn du das tust, worum dich deine Mutter gebeten hat. Hm? Mach's doch selber. Was heißt denn hier, mach's doch selber? Wie redest du eigentlich mit mir? Boah, du hast mir gar nichts zu sagen. Du bist nicht mein Vater und das wirst du auch nie werden. Du kannst mich mal. Also, jetzt, lass mal, ich regel das schon. Das gibt's doch auch nicht. Das ist einfach ein schwieriges Alter. Malte, warte bitte. Jetzt bleib doch mal stehen, ich will mit dir reden. Moment mal, langsam, mein Freund. Bist du Malte Scherber? Ja, wieso? Ja, dann haben wir ein Wörtchen mit dir zu reden. Wegen dir sind wir nämlich hier, junger Mann. Was wollen Sie von meinem Sohn? Wir gehen einen anonymen Hinweis nach. In einem Computergeschäft in der Nähe wurden Software und Computer-Equipment gestohlen. Und laut dem Anrufer soll das ihr Sohn gewesen sein. Malte, stimmt das? So ein Quatsch, ich hab doch nichts geklaut. Dann hast du bestimmt nichts dagegen, wenn wir jetzt alle gemeinsam reingehen und uns mal in dein Zimmer kurz umschauen, oder? Können Sie ruhig machen, wer soll nichts finden. Natürlich nur, wenn Sie nichts dagegen haben. Dann zeig uns mal, wo dein Zimmer ist. Der Schüler hat ein reines Gewissen und ist sich sicher, dass die Polizisten in seinem Zimmer kein Diebesgut finden werden. Doch weit gefehlt. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass hier nichts ist. Original verpackt. Mal schauen. Ja, das sind einige der Sachen, die dem Ladenbesitzer gestohlen wurden. Das kann aber nicht sein. Ich keine Ahnung, wie das Zeug in mein Zimmer gekommen ist. Da will mir irgendjemand was anhängen. Alte, komm schon. Man kann ja mal Mist bauen, okay. Aber von einem richtigen Kerl würde ich erwarten, dass er dann auch für seine Fehler gerade steht. Aber ich war das nicht. Ich glaube doch nicht. Malte, jetzt sei doch bitte ehrlich. Wir kriegen das irgendwie schon hin. Wir stehen zu dir. Aber du musst jetzt schon die Wahrheit sagen. Tja, Malte, dann musst du uns bitte auf die Dienststelle begleiten. Ich komme mit. Nee, Mama, wenn du mir nicht glaubst, kannst du auch genauso gut hier bleiben. Gehen wir. Ach, Liebling, es tut mir so leid. Aber vielleicht denkst du trotzdem noch mal über den Vorschlag nach, den ich dir neulich gemacht habe. Nein, auf gar keinen Fall. Ich kann doch Malte nicht einfach in ein Heim stecken. Wer redet denn von Heim? Da gibt's doch mittlerweile ganz andere Möglichkeiten. Betreute Wohngruppen und so weiter. Mir geht's auch in erster Linie dabei um Malte. Denn so wie jetzt kann und darf es definitiv nicht mehr weitergehen.
Ich weiß ja auch nicht wirklich weiter, aber ich bring das nicht übers Herz. Ich weiß ja, dass dir das schwerfällt. Keine Frage, schließlich ist er dein Sohn. Aber Malte braucht klare Strukturen, sonst stürzt er uns noch komplett ab. Überleg's dir doch bitte nochmal. Okay? Okay. Pass auf, ich mache jetzt noch ein paar Anrufe und danach gehen wir wie geplant einkaufen. In Ordnung? Hallo, Herr Stevens, Monika Scherber hier. Es geht um meinen Sohn Malte. Er braucht dringend Ihre Hilfe. Malte sitzt nun schon seit einer halben Stunde im Verhörraum des Polizeipräsidiums und rückt von seiner Aussage immer noch nicht ab. Willst du uns nicht endlich die Wahrheit sagen? Malte, du wirst sehen, es geht dir dann besser. Sie können mir noch so viele bescheuerte Fragen stellen, wie Sie wollen, aber ich war es nicht. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Und wer sind Sie? Ich bin der Anwalt von dem jungen Mann. Seine Mutter schickt mich. Stevens, mein Name. Meine Mama hat Sie geschickt. Naja, sie meinte, dass du dringend juristischen Beistand bräuchtest. Ich darf doch du sagen, oder? Okay, wenn meine Mama meint, dass ich sie brauche, aber ich habe halt nichts gemacht. Ja, Malte, du wärst nicht der erste Jugendliche, der von der Polizei so unter Druck gesetzt wird, dass er dann sich doch zu einer vorschnellen Aussage verleiten lässt. Moment mal, Herr Stevens. Malte Scherber wird hier nur ohne Erziehungsberechtigten befragt, weil er es selbst so wollte. Ist doch richtig so, ne? Außerdem bestreitet er den Diebstahl immer noch. Also keine Sorge. Gut, aber laut Aussage seiner Mutter, ja, gab es auch einen anonymen Anruf. Und Malte hat sich sehr kooperativ gezeigt. Er hat ja die Polizei freiwillig hereingelassen. Er war sogar mit der Durchsuchung seines Zimmers einverstanden. Und überlegen Sie doch mal, Herr Kommissar, hätte er wirklich die Diebesbeute dort versteckt, hätte er sie wohl kaum reingelassen, oder? Da wäre ich ja schön blöd. Ganz genau. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Malte dieser Diebstahl untergeschoben werden soll. Na gut. Nehmen wir mal an, es war wirklich so. Wer sollte das getan haben und aus welchem Grund? Kannst du uns dazu was sagen, Malte? Na, wenn du dir so sicher bist, dann musst du doch irgendeine Idee haben, wer dahinter steckt. Keine Ahnung, was weiß ich denn? Mein Zimmer ist nicht abgesperrt, da kann jeder rein. Ach, und das gilt für euer Haus auch? Die Haustür ist auch offen und da kann jeder rein. Das, Herr Kommissar, ist doch vielmehr Ihre Aufgabe herauszufinden, oder nicht? Wie gesagt, mein Mandant hat sich sehr kooperativ verhalten und deswegen würden wir jetzt ganz gerne gehen, wenn es recht ist. Von mir aus. Das heißt aber nicht, dass er aus dem Schneider ist. Das Diebesgut ist noch immer bei ihm gefunden worden und er wird dafür gerade stehen müssen. Sie hören von mir. Sehr gerne. Komm, Malte. Alles klar, Herr Kommissar. Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Alexander Stevens fährt seinen jungen Mandanten direkt zur Schule und versucht, das Vertrauen des 16-Jährigen zu gewinnen. Perfekt. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Gerne. Coole Jacke übrigens. Ist das ein Original? Dankeschön, ja. Die habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen. Er war früher mal als Zeitsoldat tätig und sogar mal im Auslandseinsatz. Bedeutet das sicher viel? Ja, schon. Hat meine Mama mir erzählt, dass... Das mit dem Autounfall. Tragisch. Das müssen wir aber voll gegen den Scheißbaum gerascht. Ja, das tut mir wirklich leid. Das ist bestimmt nicht einfach für dich. Aber auch wohl nicht einfach bei dir und deiner Familie. Deine Mutter hat da so ein bisschen was angedeutet. Ja, bei uns zu Hause läuft eine Menge schief. Eine ganze Menge. Malte, vor allem bei der Polizei. Da hatte ich irgendwie den Eindruck, dass du ganz genau weißt, wer dir das Diebesgut untergeschoben hat. Ja, das glaubt mir noch eh keiner. Ich bin mir halt sicher, dass es Gerd war, der neue Typ von meiner Mom. Also was das wieder alles kostet, ich weiß gar nicht, wie ich das ohne deine Unterstützung hätte bezahlen sollen. Danke dir. Mach dir keine Gedanken. Schließlich seid ihr doch jetzt meine Familie. Du sag mal, hast du eigentlich schon irgendwas von Malte gehört? Nein, noch nicht. Aber ich denke, das klärt sich bald. Ich habe ihm einen guten Anwalt besorgt. Aber Scheiße, so ein Mist. Verdammt. Darüber hast du überhaupt gar nicht mit mir gesprochen. Und außerdem... Findest du das gut, dass du jedes Mal für ihn die Kartoffeln aus dem Feuer holst? Aber ich bin doch seine Mutter. Trotzdem, wenn der Junge nicht lernt, endlich mal für seine eigenen Fehler einzustehen, dann nimmt das irgendwann kein gutes Ende, das sage ich dir. Malte ist eigentlich ein guter Junge. Aber so ohne Vater, er hat sich sehr schwer getan, über den Tod von seinem Vater hinwegzukommen. Und außerdem hat er gesagt, dass er die Sache nicht gestohlen hat. Und ich glaube ihm.
Entschuldige bitte mal. Das ist aber schon ganz schön naiv, oder? Du weißt genau, was er sich schon alles geleistet hat. Er hat sich meinen Autoschlüssel geklaut und ist ohne Führerschein durch die Gegend gefahren. Ja, das war eine Dummheit. Aber er braucht halt einfach noch ein bisschen Zeit, um darüber hinwegzukommen. Es ist mir bewusst, dass es nicht einfach für ihn ist. Aber deswegen kann er sich nicht alles erlauben. Überleg mal allein heute Morgen wieder. Erst stört er uns im Schlafzimmer, was ich übrigens bewusst nicht angesprochen habe. Und dann die Aktion beim Frühstück, dass er da so umherzieht, das geht einfach nicht. Der Junge respektiert mich kein bisschen. Und ganz ehrlich, Monika, ich weiß nicht, wie lange ich mir das noch bieten lassen soll. Nein, das darfst du dir nicht so zu Herzen nehmen. Außerdem, du darfst nicht gehen. Ich brauch dich doch. Papa war gerade ein paar Wochen tot. Und dann hat Mama sofort Gerd kennengelernt und der ist dann sofort bei uns eingezogen. Sag mal, Malte, kann es sein, dass du es als Verrat an deinen verstorbenen Vater ansiehst, dass deine Mutter einen neuen Freund hat? Ich weiß es nicht. Ich find's einfach irgendwie doof, dass er bei uns lebt. Der ist komisch. Wie meinst du das? Irgendwie ist er unheimlich. Ich mache mir manchmal echt Sorgen um meine Mom. Aber sie glauben ja eh nicht, genau wie alle anderen. Was laber ich hier eigentlich noch rum? Malte, jetzt warte doch mal. Ich habe keine Ahnung, was da in deiner Familie läuft, ja? Und was diesen Gerd angeht, auch nicht. Aber eins versichere ich dir, ich glaube dir. Wir müssen halt nur irgendwie deine Unschuld beweisen. Und dazu muss ich erstmal herausfinden, wer diesen Diebstahl begangen hat. Und dann können wir vielleicht auch herausfinden, wer dir die Sachen untergeschoben hat. Wie wollen Sie das machen? Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal mit deiner Mutter und diesem Gerd Rostisch sprechen, ja? Und wir sehen uns nach der Schule. Okay, perfekt, vielen Dank. Aber lassen Sie sich ja nicht von Gerd einwickeln, der hat das voll raus. Keine Sorge, bis dann. Dankeschön, ciao. Ciao. Der Rechtsanwalt weiß nicht, was er von Maltes Verdächtigungen halten soll und hofft, dass die Mutter des Teenagers Licht ins Dunkel bringt. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Gerd Roste, der neue Freund von Maltes Mutter, dem Jungen einen Diebstahl in die Schuhe schieben würde. Das wäre schon sehr merkwürdig. Ich halte das eher für pubertierendes Verhalten. Allerdings werde ich jetzt mal mit Maltes Mutter sprechen. Denn schließlich dürfte sie ihren Sohn doch am besten kennen. Vielleicht kann sie mir irgendwie helfen. Hey Malte, wie geht's? Wie war's bei der Polizei? Boah, hast du mich erschreckt, Mann. Was machst du eigentlich? Hast du keinen Unterricht? Jetzt lass dich gleich wieder den großen Bruder raushängen. Ich habe eine Freistunde. Und wenn hier einer schwänzt, bist es ja wohl du. Also erzähl. Halt dich daraus, es geht dich einfach gar nichts an. Oh doch, das geht mich sehr wohl was an. Mama ist in letzter Zeit so fertig wegen dir, weil du ständig Stress machen musst. Kapierst du nicht, dass es einfach zu viel für sie ist? Weißt du, ich habe auch einfach keinen Bock mehr drauf. Was geht denn bei dir bitte ab? Ich dachte, du bist auf meiner Seite. Sie wollen wirklich nicht? Danke. Ich bin Ihnen ja so dankbar, dass Sie sich unserer Sache so schnell angenommen haben. Ja, das ist wirklich eine Erleichterung für uns. Vielen Dank. Von uns lässt sich der Junge leider nichts mehr sagen. Und da bin ich wahrscheinlich sogar noch der Grund dafür. Das Verhältnis zwischen Ihnen und Malte ist wohl nicht so gut. Nee, leider nicht. Obwohl ich wirklich alles versucht habe. Aber der Junge denkt anscheinend, dass ich die Position seines verstorbenen Vaters einnehmen will. Aber das stimmt überhaupt gar nicht. Das Einzige, ich meine, es ist klar, ein Vater ist durch nichts zu ersetzen. Das Einzige, was ich mir aber wünschen würde, ist ein respektvoller Umgang. Wissen Sie, ich mache mir schon sehr große Sorgen um Malte. Früher, da haben wir uns so gut verstanden, aber jetzt... Schatz, du hast nichts verkehrt gemacht, ganz sicher nicht. Wir befürchten einfach nur, dass Malte vollkommen auf die schiefe Bahn gerät. Und das würde Monika absolut nicht mehr verkraften. Sie hat in letzter Zeit so viel mitgemacht. Na ja, aber ein Ladendiebstahl ist es kein Kapitalverbrechen, oder? Oder hat er noch mehr ausgefressen? Naja, er rebelliert schon ständig gegen uns. Vor 4 Wochen ist er von zu Hause weggelaufen, bis ihn die Polizei aufgegriffen hat. Dann hat er meinen Autoschlüssel geklaut und ist ohne Führerschein losgefahren. Und in der Schule gibt es zurzeit auch Probleme. Deshalb hatte Gerd, ich meinte, wir beide haben uns überlegt, ob es nicht vielleicht besser für Malte wäre, wenn er eine Zeit lang woanders wohnt. Aber ich weiß nicht. Ja, wir dachten an so eine Art betreutes Wohnprojekt oder so. Ich kann mir aber einfach nicht vorstellen, den Jungen wegzugeben. Wir haben schon so viel versucht. Wir waren auch bei einer Psychologin. Aber es hat irgendwie alles nichts geholfen. Tja, momentan ist es wirklich für keinen von uns leicht. Aber in erster Linie braucht Malte jetzt mal dringende Hilfe und klare Strukturen. Sonst kriegt er irgendwann die Kurve nicht mehr. Ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Ich war früher selber kein Waisenknabe. Merkst du nicht, wie schlecht es Mama geht, wenn du ständig mit Gerd rumzopfst? Klar, er ist nicht immer so easy, aber wenigstens ist er für uns da. Klar, der Typ ist ein Heiliger oder so. Boah, Nadine, du begreifst es einfach nicht, oder? Das ist alles wegen Gerd, das ist alles seine Schuld. Und Mama tut da auch einfach gar nicht gut. Schieb nicht immer alles auf Gerd. Du bist derjenige, der die ganze Zeit Stress macht.
Kannst du bitte nicht einfach die Scheiße lassen und mit ihm klarkommen? Garantiert nicht. Und halt du einfach mal den Ball flach mit deinem ganzen Getue. Oh Mama, ich wette, die wäre nicht so begeistert, wenn sie wüsste, dass du mit Lennart rumhängst. Ja klar, fang mit dem Thema wieder an. Ich verstehe null, was du gegen Lennart hast. Du weißt doch ganz genau, dass der Kerl Dreck am Stecken hat. Lass einfach die Finger von ihm. Okay, ich muss zurück in den Unterricht und du auch. Vergiss Lennart am besten einfach sofort, sonst passiert was. Los. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister. Nach Unterrichtsende wartet der Anwalt vor der Schule, um noch einmal mit Malte zu sprechen. Doch davor kommt es zu unerwarteten Handgreiflichkeiten. Entschuldigung, wisst ihr, wo der Malte ist? Ah, danke. Malte hier. Alter. Du Dreckskerl! Finger weg von Nadine, kapiert? Als ob es irgendjemanden interessiert, was du für Ansagen machst, du Weich. Hey, Jungs, so geht's ja wohl gar nicht. Komm weg da. Was soll denn das jetzt? Malte, das hättest du nicht schon genügend Ärger am Hals. Was geht's auf den Jungen los? Es geht um meine Schwester Nadine. Was? Oh nee, Mann, die hat mir gerade noch gefehlt. Malte, was war hier schon wieder los? Hatten wir uns nicht in unserem letzten Gespräch darauf verständigt, dass Gewalt nie eine Lösung ist? Ja, aber Lennart hat meine Schwester angemacht. Nein, Malte, ich hab's genau gesehen. Lennart hat nichts getan. Du bist einfach auf ihn los. Ab in meinem Büro, sofort. Oh Mann. Unsere Schulpsychologin, die können wir echt Ärger machen. Können Sie vielleicht kurz mitkommen? Klaro, komm. Malte. Frau Schmidt? Das ist mein Anwalt, Herr Stevens. Ich möchte, dass er mitkommt, weil meine Eltern nicht da sind. Ist das okay? Hallo, freut mich. Schmitz. Ja, das ist eher unüblich, du einen Anwalt, aber meinetwegen. So, bitte. Ja, Malte, dann erzähl doch mal, warum du Lennart angegriffen hast. Moment mal, aber Lennart trägt doch mindestens eine genauso große Mitschuld, oder nicht? Was? Lennart hat überhaupt nichts getan. Ich hab's auch gesehen. Malte ist einfach auf ihn los. Das stimmt doch gar nicht. Du bist wegen deines aggressiven Verhaltens schon so oft verwarnt worden. Na, wo habe ich denn die Akte? Ja, deine schulischen Leistungen werden immer schlechter. Hier ist sogar ein Schulverweis. Dann immer wieder deine Auflehnung gegen Autoritäten, immer wieder Ärger mit deinen Mitschülern. Wenn du so weitermachst, wirst du diese Schule leider verlassen müssen. Es ist nicht meine Schuld. Lennart hört einfach nicht auf, Nadine anzubaggern. Ach, immer deine faulen Ausreden. Ich weiß, dass das mit deinen Schwierigkeiten zu Hause zu tun hat. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass es vielleicht das Beste ist, wenn du in eine betreute Wohngemeinschaft ziehst. Ich habe das auch schon mit deiner Mutter und ihrem Lebensgefährten besprochen. Sie haben mit Gerd über mich geredet? Spinnen Sie total? Es sind deine Eltern. Der Typ ist aber nicht mein Vater. Boah, sie peilen aber auch gar nichts. Malte! Also ich muss mich entschuldigen, das tut mir leid. Aber mit Verlaub, Frau Schmitz, Sie hätten auch ein bisschen mehr Feingefühl an den Tag legen können. Ich meine, ausgerechnet mit dem Mann zu sprechen, mit dem Malte am meisten Probleme hat und das ohne sein Wissen. Na, das überlassen Sie bitte mir. Malte hat wirklich Schwierigkeiten und Herr Rosse setzt sich sehr für ihn ein. Gut. Ich will Ihnen da gar nicht widersprechen, dass der Herr Rosse mir jetzt, als ich ihn kennengelernt habe, auch nicht unsympathisch war. Ja? Aber ich meine, irgendwo muss doch dieses aggressive Verhalten von Malte herkommen. Ich meine, vielleicht hat er ja hier in der Schule mit irgendjemandem Probleme. Ja, mit Lennart Borgrad, dem Jungen von eben. Die sind schon immer Konkurrenten. Und um was geht's da bei diesen Streitigkeiten? Wenn ich das wüsste, das versuche ich auch herauszufinden, aber Malte lässt niemanden an sich ran. Der macht immer dicht. Gerd, ich dachte, es wäre keiner daheim. Was hast du gerade gemacht? Hast du mein Zimmer durchsucht? Nein. Sorry, ich weiß, sowas macht man normalerweise nicht, aber ich dachte, du hättest hier wieder mein Tablet gemobst und es dann wieder nicht zurückgelegt. Aber wenn ich mich so umschaue, da habe ich mich wohl geirrt. Also,
Entschuldige bitte nochmal. Ach ja, und übrigens. Lennart, hallo. Hallo. Ja, Lennart ist ein Schulkamerad von mir und wir wollten heute Mathe lernen. So. Ja, wegen deinem Tablet. Vielleicht liegt es draußen im Flur auf der Ablage. Ich kann helfen beim Suchen, wenn du willst. Nee, lass mal gut sein. Das finde ich schon von alleine. Und außerdem, ihr wolltet ja noch was für die Schule tun. Für welches Fach war das gerade nochmal? Mathe oder vielleicht doch lieber Biologie, so wie wir forschen gegenseitig den menschlichen Körper? Wie auch immer. Ihr macht das schon. Voll cool, der Freund von deiner Mama. Voll gechillt. Ja. Nach dem Gespräch mit der Schulpsychologin redet der Anwalt Malte ins Gewissen. Also das war keine besonders clevere Aktion gerade, muss ich dir mal sagen. Ich meine, damit schadest du dir doch nur selbst. Ja, aber die Tante darf mit Gerd über mich reden, oder was? Das war natürlich auch nicht korrekt. Aber letzten Endes gibst du der Schulpsychologin nur recht in ihrer Meinung, dass du ein Problem mit Autorität hast. Ist das eigentlich bei dir zu Hause auch so? Deswegen will Gerd mich doch loswerden, weil ich eine eigene Meinung habe und nicht immer kusche, so wie Nadine. Ach so, das heißt, Nadine hat keine Probleme mit Gerd? Nee, die spurt immer zum Kotzen. Ja, und was ist mit deinem Klassenkameraden? Die Schulpsychologin meinte, mit dem hast du auch ständig Stress. Ja, er hört einfach nicht aus, sich an Nadine ranzumachen. Und das, obwohl ich ihm schon ungefähr 1000 Mal gesagt habe, dass er es lassen soll. Gut, und was hast du gegen ihn? Er ist einfach viel zu alt für Nadine. Ich meine, sie ist 14 und er ist 17. Außerdem ist er der harte Kiffer. Das ist ja richtig süß. Du machst dir ja richtig Sorgen um deine Schwester. Und wie lange hast du jetzt schon Stress mit dem? Also wirklich, leiden konnten wir uns eigentlich noch nie. Aber jetzt, seit er sich an Nadine ranmacht, ist es komplett aus. Das ist jetzt so seit einem Monat ungefähr. Sag mal, nur so eine Idee, aber wäre es vielleicht denkbar, dass dir der Lennart die Sachen untergeschoben hat? Ich glaube, ich bin ja. Das würde ich dem total zutrauen. Ja, Moment mal, langsam. Aber wäre das auch realistisch? Ich meine, hätte er überhaupt Zugang zu deinem Zimmer gehabt? Ich weiß nicht, ob sich Nadine trauen würde, den Drecksack mit heimzubringen. Aber kann schon sein. Gut, dann würde ich jetzt mal mit dem Besitzer von dem Computerladen sprechen. Vielleicht kann der sich an Lennart erinnern. Hast du ein Foto von ihm zufällig? Ich kann eins besorgen im Internet, in unserem Schülerforum. Da ist eins, das kann ich Ihnen schicken, wenn Sie wollen. Super, und dann halte ich dich auf dem Laufenden, okay? Perfekt, vielen Dank. Ciao. Ciao. Alexander Stevens macht in der Tiefgarage des Einkaufszentrums eine interessante Beobachtung.